Nürnberg hat in den letzten 5 Spielen 4:0, also 0:0 gespielt. Ein ziemlich natriumarmes Fußballsüppchen. Wattenscheid gegen Nürnberg, das ist der 13. gegen den 12. und alle Abstiegskampf-Mitzitter-Erprobten wissen, nur ein Sieg verspricht Rettung. Wattenscheid-Nürnberg, Thomas Herrmann ist der Reporter. Bei diesem Ergebnis würden sich die Sorgenfalten der Beteiligten nicht vollends glätten. Eine kreative Anzeigentafel in einer heimeligen Atmosphäre, in der man sich richtig wohlfühlen muss. Hannes Bongartz und Willi Entenmann, Smalltalk vor dem Entsorgungsspiel. Sami Sahne kauft sie nach 45 Minuten eine salzige Brezel und bei dieser Zeitangabe wissen sie nun, dass wir eine Rasenszene in der ersten Halbzeit nicht für erwähnenswert hielten. Und so marschierten sie, wie sie reinkamen, wieder raus, die beiden Herren, und hielten ihre Kabinenansprachen. Auch nach 45 Minuten Wattenscheid noch in den dunklen Trikots, sie haben also wirklich nichts verpasst und auch die Halbzeit konnte uns noch nicht erheitern. Zu ziel- und planlos fast sämtliche Aktionen. Moser, Emmerling, Wolf gegen Thorsten Fink und zum Entsetzen der Franken entscheidet Schiedsrichter Osmers auf Elfmeter. Diskussionen wie immer sinn- und zwecklos. Die Zeitlupe gibt Aufklärung und beweist, dass Hans-Joachim Osmers Luchsaugen hat. Uwe Wolf mit klar regelwidrigen Handgreiflichkeiten macht sich munter an Fink zu schaffen. Elfmeter korrekt. Uwe Ciskale, der freie Torschuss, sitzt 1:0 für Wattenscheid nach 53 Minuten. Eine hundertprozentige Torchancenausbeute bisher. Nochmals mit Schmackes hineingewuchtet, Elfmeter satt. Die heimstarken Wattenscheider, noch ohne Niederlage zu Hause in der Rückrunde, vom Dämmerschlaf erwacht, mutiger und entschlossener nun. Lesniak, Köpke, Ciskale, Köpke, grandiose Reflexe des Nationaltorwarts nach 66 Minuten. Die Zeitlupe, und das sind die sogenannten fast unhaltbaren, die einen Torwart der internationalen Extraklasse auszeichnen. 2 Minuten später, ein Aufbäumen der Nürnberger war nicht zu registrieren, dafür folgende Szene. Thorsten Fink, Lesniak, Andi Köpke stürzt aus dem Tor und knickt Lesniak und das bedeutet nun mal in diesem Geschäft Rot für den Auswahltorhüter. Die super bittere Pille für die schon arg gebeutelten Nürnberger. Die Wiederholung. Lesniak legt sich den Ball vor und Andi Köpke erwischt ihn noch ganz leicht. Diese Entscheidung ist wohl so zu vertreten. Erste rote Karte nach 228 Spielen, einmal gelb nur, ganz, ganz bitter. Und der neue Mann heißt Kurt Kovacs. Freistoß Günther Herrmann. Emmerling. Und Kovacs hat die Pille noch nicht einmal berührt. Da steht es 2:0 für Wattenscheid nach 70 Minuten. Da brachen alle Fußball-Unglücksgötter auf einmal binnen Sekunden über dem Club herein. Köpke draußen, Ball drinnen. Au, wie war das schlimm für die Franken. Weiter ging's. Freistoß Reinhold Hintermeier. Wück schleicht sich von dannen und der Anschlusstreffer war perfekt. Nach 75 Minuten der Club plötzlich wieder im Aufwind. Hintermeier mit seiner ganzen österreichischen Schlitzohrigkeit und Christian Wück hämmert den Ball in die Maschen. 2:1 nur noch. Und es wurde noch unterhaltsamer nach dieser langweiligen, müden ersten Halbzeit. Die Ereignisse überschlugen sich nun regelrecht. Uwe Neuhaus, der neue Torwart, Kurt Kovacs, ja, gibt's denn das? Auch er ungestüm aus dem Tor heraus. Und wieder gibt es Elfmeter. Thorsten Fink, Innenpfosten, das 3:1 nach 83 Minuten. Die Entscheidung in einem Spiel, das seine eigene Dramaturgie schrieb. Nochmals ein bisschen Dusel von Fink, aber das gehört halt auch dazu. Aber damit ließen die Wattenscheider die arg strapazierten Nürnberger immer noch nicht zur Ruhe kommen. Guido Silberbach, das 4:1 in der 89. Minute.
Ja, alle Dämme brachen über dem ersten FC Nürnberg zusammen, aber man kann halt auch nicht immer nur auf 0:0 spielen. Willi Entenmann hat nun Schwerstarbeit zu verrichten, wohl 3 Spiele ohne Andi Köpke und 3 Spiele noch gegen den Abstieg. Ecki Häuser mit Köpke. Vor gepfiffen hat, war mir klar, dass es die rote Karte ist, aber ich weiß nicht genau, muss ich sagen, ob ich letzter Mann war, weil von uns noch 2-3 Mann zurückgelaufen sind. Aber berührt haben Sie ihn auf jeden Fall? Ich habe ihn ganz leicht am Oberschenkel, bei mir am Oberschenkel berührt und am Fuß. Also ich gehe mal davon aus, dass er sich nicht hätte behandeln lassen müssen. So schlimm kann es mit Sicherheit nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es eine rote Karte war. Aber es ist natürlich ganz bitter für uns, hier 2 Punkte abgegeben zu haben. Und ich schätze mal, dass ich doch ein paar Spiele aussetzen muss. Und wie erwähnt, nur ein Sieg verspricht Rettung. Wattenscheid jetzt 28 Pluspunkte, die sind so gut wie durch. Ich würde sogar sagen, die sind sicher durch. Und Nürnberg mit 26 Punkten, da ist das letzte Wort im Abstiegskampf noch nicht gesprochen.